Lektion 87. Unsere heutige Wiederholung wird folgende Gedanken behandeln. Ich will das Licht werde. Heute will ich die Macht meines Willens nutzen. Es ist nicht mein Wille, im Dunkeln herumzutappen, voller Angst vor Schatten und vor unsichtbaren, unwirklichen Dingen. Das Licht soll heute mein Führer sein. Ich will ihm dahin folgen, wohin es mich führt, und will nur das betrachten, was es mir zeigt. An diesem Tag will ich den Frieden wahrer Wahrnehmung erfahren. Ich will das Licht werde. Folgende Formen des Gedankens könnten hilfreich für konkrete Anwendung sein. Dies kann das Licht nicht verbergen, das ich sehen will. Du, Name, stehst mit mir im Licht. Im Licht wird dies anders aussehen. Ich will das Licht werde. Heute will ich die Macht meines Willens nutzen. Es ist nicht mein Wille, im Dunkeln herumzutappen, voller Angst vor Schatten und vor unsichtbaren, unwirklichen Dingen. Das Licht
soll heute mein Führer sein. Ich will ihm dahin folgen, wohin es mich führt, und will nur das betrachten, was es mir zeigt. An diesem Tag will ich den Frieden wahrer Wahrnehmung erfahren. Ich will, dass Licht werde. Dies kann das Licht nicht verbergen, das ich sehen will. Du, Bruder, stehst mit mir im Licht. Im Licht wird dies anders aussehen. Ich will, dass Licht werde. Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Ich bin heute in Sicherheit, weil es keinen Willen gibt außer Gottes Willen. Ich kann nur dann Angst bekommen, wenn ich glaube, dass es einen anderen Willen gibt. Ich versuche nur dann anzugreifen, wenn ich Angst habe. Und nur wenn ich versuche, anzugreifen, kann ich glauben, dass meine ewige Sicherheit bedroht ist. Heute will ich begreifen, dass das alles gar nicht geschehen ist. Ich bin in Sicherheit, weil es keinen Willen außer Gottes Willen gibt.
Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Dies sind einige nützliche Formen des Gedankens für konkrete Anwendungen. Lass mich dies in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sehen. Es ist der Wille Gottes und auch der meine, dass du, Name, sein Sohn bist. Dies ist Teil von Gottes Willen für mich, wie immer ich das sehen mag. Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Ich bin heute in Sicherheit, weil es keinen Willen gibt außer Gottes Willen. Ich kann nur dann Angst bekommen, wenn ich glaube, dass es einen anderen Willen gibt. Ich versuche nur dann anzugreifen, wenn ich Angst habe und nur wenn ich versuche anzugreifen, kann ich glauben, dass meine ewige Sicherheit bedroht ist. Heute will ich begreifen, dass das alles gar nicht geschehen ist. Ich bin in Sicherheit, weil es keinen Willen außer Gottes Willen gibt. Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Lass mich dies in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sehen. Es ist der Wille Gottes und auch der meine, dass du, Bruder, sein Sohn bist. Dies ist Teil von Gottes Willen für mich, wie immer ich das sehen mag. Es gibt keinen Willen außer Gottes Willen. Ich will das Licht werde.